Smarta und ihre magische Tasche. Ach. Spotty, ich bin fast fertig. Ach. Ich bin gleich soweit. Fertig. Hallo, ich bin Smarta. Und das ist mein Hund Spotty. Endlich bin ich mit meinen Hausaufgaben fertig. Oh oh, draußen ist es dunkel. Ich möchte wissen, wie spät es ist. Fragen wir Navigator Hey. Navigator Hey. Von A nach B, gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarta! Wo wollt ihr denn hingehen? Hallo! Kannst du uns bitte sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Ich muss nachschauen. 7:30. Dankeschön, hey. Nicht zu danken. Spotty, hab keine Angst. Was das wohl war? Ach. Nein, ich möchte nicht nachschauen gehen, was das war. Jemand braucht unsere Hilfe. Hörst du? Ach. Es kommt aus dem Keller. Wir müssen nachschauen gehen. Navigator, hey! 7:45. Was? Ich dachte, du wolltest wissen, wie spät es ist. Nein, dieses Mal brauche ich eine Taschenlampe. Taschenlampe? Wofür denn? Ich muss in den dunklen Keller. Okay, Smarta. Dankeschön, hey. Hört ihr das? Huch, es ist so dunkel. Oh, was ist das? Ein Kinderwagen. Stimmt, das ist ein Kinderwagen. Ui, oh, was ist das? Ein Dreirad. Stimmt. Ich dachte, das sei ein Monster. Haha. Psst. Hört ihr das? Es klopft.
Was ist das? Ein Fenster. Ja, der Wind schlägt es auf und zu. Da war es schon wieder. Es kommt von da. Du hast also um Hilfe gerufen. Dankeschön, Hey. Gern geschehen. Das war ein spannendes Abenteuer. Das Kätzchen ist süß. Aber wir haben ja schon Spotty. Ich glaube, ich sollte das Kätzchen füttern und dann seinen Halter finden. Was könnte ich ihm zum Essen geben? Vielleicht Käse? Nein. Etwa Äpfel? Nein. Und einen Knochen? Ha, Hunde essen Knochen. Wir sollten dem Kätzchen Milch geben. Ja. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta und heute habe ich Geburtstag. Spotty, danke, dass du mich aufgeweckt hast. Ich muss mir ein neues Kleid und eine Schleife kaufen. Denn ich möchte heute besonders schön aussehen. Ja, Spotty. Wir gehen einkaufen. Das ist ein großes Einkaufszentrum. Da gibt es fast alles. Weißt du noch, was ich kaufen möchte? Ein Kleid und eine Schleife. Richtig. Ich frage mich, auf welcher Etage es Kleider gibt. Oh, wer ist das, Spotty? Happy Birthday, liebe Smarta. Happy Birthday to you. Dankeschön, Navigator Hey. Sag mal, weißt du, auf welcher Etage des Einkaufszentrums Kleider verkauft werden? Klar weiß ich das. Auf der 4. Etage. Bis später. Dankeschön, Hey.
Hilfst du mir, die Etagen zu zählen? Hilfst du mir? Ja! Ja. Und los geht's! 1 2 3 4 Da ist die vierte Etage, Spotty. Das sind ja die Kleider. Die sind wirklich wunderschön. Weiß, wie eine Prinzessin. Und gelb, wie die Sonne. Grün, mit Pünktchen. Blau, mit Schneeflocken. Gefällt dir das blaue Kleid, Spotty? Okay, jetzt müssen wir noch eine passende Schleife aussuchen. Welche Schleife passt zu dem blauen Kleid? Gelb? Nein! Grün? Nein! Rot? Nein! Blau? Mit Schneeflocken? Ja! Spotty? Jetzt müssen wir beides bezahlen. Das Kleid kostet 100. Und die Schleife? Wie viel kostet die Schleife? Welche Zahl ist das? 10. Richtig. Spotty, ruf Kaiki. Hallo! Ich bin Kalki, ich hab ne kleinen Hut. Ob Plus oder Minus im Rechnen bin ich gut. Gib die Zahlen ein, egal was du brauchst. Ich rechne es für dich aus. Ich rechne es für dich aus. Ich rechne es für dich aus. Hallo Taschenrechner Kaiki. Wie viel macht denn 100 plus 10? Weißt du es? 100 plus 10? Das macht 110. Dankeschön, Kaiki. Gern geschehen, Freunde. Happy Birthday, Smarta. Wie schön. Alle gratulieren mir zum Geburtstag. Und wann hast du Geburtstag? Das macht 110. Oh. Hier, bitteschön. Dankeschön. Und das ist ein kleines Geschenk für deinen Hund. Dankeschön. Spotty, ich finde, das Einkaufen hat Spaß gemacht. Lass uns nach Hause gehen und meinen Geburtstag feiern. Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Smarta und ihre magische Tasche. Welchen Badeanzug soll ich anziehen? Hallo, ich bin Smarta. Heute gehe ich ins Schwimmbad und muss dafür einen Badeanzug aussuchen. Mal sehen. Blau mit Streifen. In rosa. Haha. Gelb mit Pünktchen. Mir gefällt der Gelbe. Gelb ist nämlich auch die Sonne. Jetzt muss ich nur noch zum Schwimmbad kommen. Aber wie? Von A nach B, gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo Navigator, hey! Hallo Smarta! Hallo Spotty! Ihr wollt also ins Schwimmbad? Ja! Um zum Schwimmbad zu kommen, müsst ihr eine Straßenbahnhaltestelle finden. In die Nummer 9 einsteigen und an der Haltestelle Schwimmbad aussteigen. Danke dir, hey! Gern geschehen! Bis bald! Spotty, merk dir! Eine Straßenbahnhaltestelle finden, in die Nummer 9 einsteigen und an der Haltestelle Schwimmbad aussteigen. Spotty, hör aufmerksam zu, sonst merkst du dir nichts. Wiederholen wir für Spotty den Weg ins Schwimmbad. Eine Straßenbahnhaltestelle finden. In die Nummer 9 einsteigen. Und an der Haltestelle Schwimmbad aussteigen. Haha, sieh mal, er hat dich gehört. Los geht's, Spotty! Ab ins Schwimmbad! Ach. Eine Haltestelle! Spotty, schau, ich glaube, das ist nicht die richtige Haltestelle. Weißt du noch, welche Haltestelle ich brauche? Eine Bushaltestelle? Nein! Eine Trolleybushaltestelle? Nein! Eine Straßenbahnhaltestelle? Ja! Richtig! Wir brauchen eine Straßenbahnhaltestelle. Da ist die! Warten wir jetzt auf die Nummer 9. Sieben. Fünf. Acht.
Straßenbahn Nummer 9. Schau mal, das ist ja ein hübsches gelbes Auto. Ha, und das rote da hinten auch. Spotty, ich werde alle gelben Autos zählen und du die roten. Hilf auch du uns. Erstes gelbes Auto. Und jetzt das zweite. Drittes gelbes Auto. Spotty, es gibt mehr rote Autos. Nächste Haltestelle, Schwimmbad. Ha, wir müssen hier raus. Spotty, stimmt. Hunde dürfen nicht ins Schwimmbad. Wartest du hier auf mich? Hihi. Hier hast du deinen Lieblings... leckeren Knochen. Mir, was könnte ich sonst noch im Schwimmbad gebrauchen? Eine Badehaube? Ja. Stiefel? Nein. Einen Rettungsring? Ja. Eine Fee? Nein. Schwimmflügel? Ja. So, ich bin fertig. Ich kann schwimmen gehen. So ein warmes Wasser. Ha! Und jetzt schwimme ich als nächstes auf dem Rücken. Ich glaube, Spotty würde es dir gefallen. Und dir auch. Gehen wir nächstes Mal in einen Aquapark? Gehen wir? Hurra! Bis ganz bald!